Gabis Schlagerclub. Unterwegs für den Schlager mit Video-Interviews. Home Stories. Outtakes Video. Fotos. Videomitschnitte. Live-Auftritte. Gabis Schlagerclub. Ja, jetzt habe ich hier bei mir Thomas Barnberg. Richtig. Alias Tommy Berg. Genau. Ja. Muss man ja schon mal so ankündigen. Ja. Du bist der Veranstalter. Ich bin der Veranstalter. Hochster Schlagernacht. Richtig. Ja, Gratulation. Ausverkauftes Haus. Ausverkauftes Haus. Und ich bin ganz ehrlich, habe ich nicht mitgerechnet und hätte wahrscheinlich keiner mitgerechnet. Selbst ich nicht, weil wir ja viel unterwegs sind. Es wird so viel abgesagt, weil einfach keine Karten verkauft werden. Ja, leider. Traurig, aber wahr. Aber wobei, ich muss ja sagen, hier im Ruhrpott ist das, glaube ich, immer noch ein bisschen was anderes, ne? Oder? Ja, ich meine, der Schlager lebt natürlich hier im Ruhrpott. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Aber das ist ja jetzt auch nicht so schlagerlastig. Es gibt ja auch dann schon das ein oder andere, ne? Band, ein bisschen Country. Genau. Ich denke auch mal, das macht die gute Mischung halt. Mhm. Weil eben halt nicht nur Schlager, Country, Rock, also da ist wirklich für jeden was dabei. Und ich glaube, das hat die Leute ganz einfach angesprochen. Mhm. Ich sage einfach mal Tom, dann machen wir nichts falsch. Machen wir ja? So. Gar nicht. Wer oder was ist und macht Ruhr-Events aus? Ja, das ist eigentlich entstanden während der Corona-Zeit. Wenn ich ganz ehrlich bin, vieles wurde abgesagt und ich habe damals mir dann vorgenommen, wenn alles wieder startet, wenn man, das ist doch eine Möglichkeit, sich vielleicht nebenberuflich selbstständig zu machen, mhm, und dann vielleicht auch eigene Veranstaltungen zu machen, weil die ganze Schlagerbranche ist ja so groß und es ist natürlich auch nicht so einfach, überall immer reinzukommen. Also habe ich mir gesagt, wir machen halt was Eigenes und stellen da was auf die Beine halt, ne? Und so ist das dann entstanden eigentlich. Die Agentur, also der Gedanke wurde dann umgesetzt. Ja. Genau. Das heißt, du hast deine Agentur und von der Agentur aus kannst du natürlich jetzt deine Events buchen, richtig, beziehungsweise deinen Künstler buchen, genau, die zu den Events kommen. Ja, ist eine tolle Geschichte. Ne? Also die Leute können natürlich auch anfragen. Also ich meine, ich habe natürlich dadurch, dass ich ja auch ziemlich lange selber schon dabei bin, mhm, viele Kontakte, wenn vielleicht einer einen DJ benötigt oder einen Künstler benötigt. Genau. Ich habe da auch ein eigenes Booking halt schon, die gesagt haben, komm, du kannst uns bei dir aufnehmen halt und wenn dann Anfragen kommen, kannst du uns dann auch verbuchen natürlich dann halt. Ne? Also wirklich sehr viel schön fertig. Ob jetzt auch klauen und sowas halt alles. Ne? Also gehört einfach dazu. Ja, ne? Also man muss sich ja auch genau ein bisschen breit fächern und aufstellen. Ja, ja. Dann passt das ja auch, genau, wenn man eine Agentur hat. Ja. Ne? Wie kam es denn zur Hochster Musiknacht? Wie bist du darauf gekommen? Hochster Musiknacht, ja. Der Markus Becker von der Band Take 5 und ich, wir sind, also der Markus leitet das Marienfried, also das ist so Senioren-Hausanlage, mhm, ist das halt. Und ich bin mit der Künstleragentur Ruhr-Events auch in der Werbegemeinschaft und bei diesem gemeinsamen Treffen habe ich den Markus mal angesprochen, weil wir ja gemeinsam musikalisch unterwegs sind und ich sage, hör mal, wir kennen uns jetzt schon so lange, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und dann hat der Markus zu mir gesagt, oh, das klingt gut, warum denn, mhm, nicht? Dann ist es so ein bisschen im Sande verlaufen, dann haben wir uns wieder gesehen beim, mhm, nächsten Treffen. Ja, und dann haben wir es eigentlich so ein bisschen, was heißt dingfest, eigentlich noch nicht gemacht. Aber wir haben dann gesagt, okay, machen wir halt. Eigentlich wollten wir beide nur was machen halt. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich kenne da noch den Künstler, wie jetzt also du, ja, Marvin, ja, habe ich zum, ja, Beispiel, ja, bei mir im Booking selber halt. Und der Markus sagt, er kennt Rainer Megender. Und dann ist mir dann direkt Deken eingefallen, ja, was ja auch ein Horster ist. Ja. Ich sage, lass uns doch einfach die Horster-Musiker ansprechen, ob die Bock drauf haben auf die ganze Sache. Ja, und dann, wir haben halt eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die wurde erstellt. Und dann, ja, darüber wurden dann alle mal eingeladen zum ersten Stammtisch. Und bei dem ersten Stammtisch, ja, ist das eigentlich schon sehr, sehr schnell entstanden. Mhm. Ne? Der Name natürlich noch nicht, ja, aber ja, auf alle Fälle, dass wir was gemeinsam auf die Beine stellen wollen. Wir. Also von der Idee, von der Kleinen eigentlich mal, mhm, haben wir gesagt, machen wir was, weil gerade hier in Gelsenkirchen-Horst wird nicht so viel angeboten. Und die Leute sind ganz einfach froh, wenn sie rauskommen und, ja, unterhalten werden halt. Ne? Und sowas gibt es hier noch gar nicht halt. Ne?
Ja. Ich denke mal, das war auch mit Sicherheit der Punkt, dass es hier sowas noch nicht gab und die Leute einfach auch neugierig waren. Ja, richtig. Und haben gesagt, die Location ist toll und genau, da kann man doch mal hingehen. Ne? Genau, da gehen wir mal hin. Ne? Wie bist du zur Musik gekommen? Ach, wie bin ich zur Musik gekommen? Ja, wie jeder wahrscheinlich sagt, ich habe früher mal im Kirchenchor gesungen oder ich habe irgendwie was musikalisch gemacht. Bei mir war es eigentlich ähnlich, aber ich bin dann statt Musik zu machen, meine Eltern haben sehr früh gemerkt, dass ich ziemlich musikalisch bin. Ich habe in der Schülerband Schlagzeug gespielt, Keyboard einfach nach Gehör und so. Und der Witz war, dann haben die mich in eine Musikschule angemeldet, weil sie das gemerkt haben. Und da musste ich aber Blockflöte lernen und die Noten. Und ganz schnell war das Thema ad acta gelegt dann. Halt, ne? Und da habe ich jahrelang nichts mehr gemacht und bin dann 30 Jahre auf Schalke gefahren und habe eigentlich erst 2012 angefangen mit der Musik. Also das ist ja eigentlich noch nicht so lange her. Hatte natürlich auch schon mein Alter, aber ja, ich hatte einfach Spaß dran. Ne? Wie das da ist, mal was für die Oma aufnehmen. Dann habe ich gesagt, warum denn nur für die Oma? Man kann es ja auch vielleicht der Öffentlichkeit genau. präsentieren. Ja. Halt. Ja, und so ging es dann eigentlich immer weiter. Ne? Angefangen habe ich dann damals auch mit dieser Mallorca-Schiene unter Tom Turi noch ein ganz alter Künstlername von mir. Ja. Und ich musste mich dann irgendwann entscheiden, wohin möchte ich, auf diese Malle-Schiene oder eher in die Schlagerschiene. Ich meine, ich mache beides natürlich, wenn ich wo auftrete, auch immer, dass ich es vielleicht mit ins Programm dann verknüpfe. Aber ja, so bin ich eigentlich zur Musik gekommen. Und ja, das habe ich mir jetzt über die paar Jahre aufgebaut, viele Produktionen veröffentlicht natürlich, viele Leute kennengelernt und ist einfach nur toll und macht Spaß, darum geht es, um den Spaß halt einfach. Ne? Genau, und die Menschen damit auch zu erreichen. Und natürlich die Menschen zu erreichen, genau. Ja, schön, ja. Du bist ja nicht nur Schlagersänger Tommy Berg, als Schlagersänger Tommy Berg unterwegs, sondern auch als DJ Tommy Berg. Auch als DJ Tommy Berg. Auch so eine ganz dumme Geschichte. Ja, ich bin halt wirklich sehr, sehr vielseitig und irgendwie habe ich gedacht, hör mal, das kann nicht alles sein, ich liebe halt die Musik. Und habe dann gesagt, ich möchte halt ein bisschen unabhängiger sein und dass ich dann nicht immer fragen muss oder wenn ich wo gebucht werde, sondern dass ich vielleicht auch alleine losgehen kann, wo ich mir dann Anlage und sowas alles selber zugelegt habe. Und dann habe ich gemerkt, hör mal, da geht doch noch mehr. Eigentlich kannst du dann auch Musik machen, weil viele Leute kamen dann auch, singst du auch auf einem Geburtstag, auf einer Hochzeit? Naja, nicht, aber ich würde halt gerne Musik machen und sowas, ne? Aber ich hatte halt noch nichts. Ne? Und das habe ich dann eigentlich erst vor anderthalb Jahren, habe ich mir das alles zugelegt und seitdem werde ich da also sehr gut gebucht eigentlich. Ne? Habe wirklich die eine oder andere Hochzeit, Geburtstag, Oktoberfest und sowas alles. Dann kannst du ja auch zwischendurch immer schon mal live irgendwie was mit reinspielen. Ja, richtig, ne? Deine genau. eigenen Songs zum Beispiel. Genau, entweder spiele ich die mit ein oder ich biete denen dann an, dass ich dann auch vielleicht ein paar Songs singe, während ich dann auch Musik mache. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Also das war eigentlich sehr, ja... Sehr witzig irgendwie. Sehr witzig, ne? Ja, genau. Dass aber alles irgendwie so schachtelweise Spaß, ne? zusammenpasst. Ja, ja, und dann natürlich auch beim Uwe Hübner gelandet in der DJ-Parade mit Bemusterung und sowas. Das ging natürlich dann alles. Und das ist also total toll, ne? Ja. Dann kam ich, dann habe ich auch noch angefragt. Ja, genau, richtig. Ja, ja, da war noch was. Ja, ja. Aber alles gut, ja. Ja, aber es läuft halt. Ne? Ja, es läuft, ne? Wollte ich gerade sagen, ja. Heute Nacht gehörst du mir, deine Single. Worum geht es da? Erzähl mal. Ja, worum geht es da? Also ich habe mich ja verlobt in diesem Jahr und der Danny Hyde, der halt heute auch da ist, jetzt zwar nicht als Künstler, der kam dann mit meinem Text um die Ecke und ich sage immer, der passt doch genau auf uns. Ne? Hm? Und ich sag mal, er hat den eigentlich für uns geschrieben halt. Hm. Heute Nacht gehörst du mir. Ich meine, wer sich den vielleicht schon angehört hat oder den vielleicht hören möchte nochmal, der weiß eigentlich, was damit gemeint ist. Ja klar, es geht natürlich immer um die Liebe. Worum soll es? Wie eigentlich in fast allen Songs. Und ja, und ne, das ist eigentlich dadurch gekommen. Ja, ja, tolle Geschichte, auf jeden Fall. Wie war es letztens auf der Zeche Zollverein? Ja, Zeche Zollverein. Wir unterstützen natürlich auch unsere anderen Künstler. Weil, wie gesagt, wer war da? Der Wolkenberg war da. Mhm. Das Duo Marvin war da. Take Five war da. Und ja, also wir schauen oder halt einfach auch nicht auf uns, sondern wir gehen natürlich auch gern zu anderen Veranstaltungen. Und versuchen natürlich auch immer ein bisschen präsent zu sein, klar. Ein bisschen Aufmerksamkeit, neue Leute kennenzulernen, vielleicht auch ne, das eine oder andere Booking vielleicht, das dadurch entsteht und ja. Das ist ja auch wichtig, ne? Man muss gesehen werden. Genau, eben darum ja, geht es. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Leute nachher den Song kennen, aber kennen das Gesicht nicht dazu. Aber die kennen das Gesicht nicht, ja, richtig, ja? Genau, ja, ja. Das typische Beispiel, was ich da schon mal anbringe, ist wirklich hier Mary Jane, ne?
Jürgen genau. Peters. Ja, richtig. Es ist einfach so, dass man das nicht kennt, das Gesicht. Man kennt den Song, läuft rauf und runter. Aber eben, läuft rauf und runter, ja. Verrückt, ne? Wie rappelst du dich wieder auf, wenn dein Leben gerade einem Scherbenhaufen gleicht? Ach. Ja, ich bin, habe ja schon so einige Scherbenhaufen hinter mir, sag ich mal. Aber ja, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen. Aber ja, ich habe natürlich meine Partnerin, die sitzt übrigens im Hintergrund, die Nina hinter mir, die mich dann immer wieder aufbaut und auch runterholt dann halt. Und dann sagt, komm, es geht weiter. Also nicht den Kopf hängen lassen. Und ich habe Freude an der Musik, aber auch wenn ich traurig bin, mich bewegt die Musik und so kann ich mich selber wieder auf so einem Level wieder nach oben bringen dann halt. Also das gibt mir eigentlich Kraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Musik gibt Kraft. Wollte ich gerade sagen, ja genau. Ob in jeder Hinsicht, ob man jetzt traurig ist oder ob man fröhlich ist, ich bin so ein Mensch, und ich weine auch, wenn mich irgendwelche Musik berührt, ich gucke die und dann laufen mir die Tränen. Mhm. Ne? Jeder andere wird sagen, mein Gott, aber aber es ist wirklich so. Das ist das schafft aber nur Musik. Ja. Ja, klar. Ja, diese Emotionen in den Menschen auszulösen, genau. Das kann nur Musik schaffen. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Hast du da einen bestimmten Song, mit dem du irgendwas verbindest? Ja, oder? Was heißt verbinden? Es ist kein spezieller Song, aber der Gabalier hat ja ich weiß nicht, ob da seine... Wer ist gestorben vom Gabalier damals? Da hat er doch, glaube ich, einmal sehe ich dich wieder, glaube ich, halt. Einmal, und das ist, genau, und das ist halt, da kommen wir gleich Pipi. Oder auch, ich kannte den Willi Herren sehr, sehr gut. Das hat mich total betroffen damals. Und, da muss ich jetzt schon wieder. Willi war schon was Besonderes. Ja. War was Besonderes, muss ich sagen. Egal, was war, aber er war ein toller Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, war er auch. Ja. Egal, wo ich Willi getroffen habe, egal auf welcher Veranstaltung, Willi kam immer gleich angerannt. Gabi, ich komme gleich, Genau, ja, richtig. Schätzchen, wie geht es dir? Ach, also, der kam auch immer zu mir, der hat mich immer hier in meinem, ach Tom, ne? Ja. Ich sag Willi. Ja. Das hätte alles sein müssen. Aber immer so herzlich, ne? Also das war total toll. Das hat mich auch niedergeschmettert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch wirklich sehr, sehr viel geweint. Genau. Ja, und da hat man so seine Songs gehört und man wurde noch ein bisschen abgeholt wieder. Und das geht einem sehr, sehr nah dann halt. So als ob er gerade wieder da bei dir ist. Oder halt unter uns. Ne? Ja. Wie sehen deine Pläne für heute noch aus? Hast du noch viel Arbeit oder kannst du auch ein bisschen die Flagge abgießen? Ach, heute und gestern, frag mich das nicht. Also es war sehr, sehr viel Arbeit in den letzten Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch heute noch, weil ich denke mal, werden viele Fragen noch kommen, viele Leute werden wahrscheinlich noch auf dich zukommen. Ich habe ja meinen Auftritt auch noch nachher ich lasse einfach alles auf mich zukommen und ich hoffe natürlich auf einen tollen Abend, was ich jetzt mitbekommen habe schon bei den ersten Acts. Die Leute sind total begeistert, zufrieden und und ich bin einfach sprachlos selber, ne, weil ich habe damit nicht gerechnet, ne, was überhaupt heute erste so Veranstaltung und dann direkt schon so wirklich Volltreffer. Genau, ne? Schön. Ja, es sei dir zu wünschen und ich wünsche dir natürlich auch für deine weitere berufliche Musikkarriere ganz viel Erfolg und freue mich auch, dass wir die Veranstaltung hier heute mit begleiten dürfen und in Szene setzen dürfen. Und dass ihr gekommen seid, dass ihr dabei seid, dass alles miterleben dürft. Wunderschön. Und ich kann nur nochmal Danke sagen. Ich sag Danke dir und nachher, wenn du deinen Auftritt hast, dann kriegst du die Leute richtig. Auf jeden Fall, das weiß ich jetzt schon. Ich sag Danke. Danke, liebe Gabi. Und ciao, ciao. Ciao. Heute sind wir in einer ganz besonderen Location in Gelsenkirchen. Und zwar in Gelsenkirchen das Schloss Holte. Nein, Schloss Horst. Schloss Horst. In Gelsenkirchen Horst, das Horster Schloss. Und da sitzen wir beide gerade im Gewölbe. Ja, wie man im Hintergrund sieht, haben wir hier wirklich tolle Hintergründe mit originalen Mauern noch und wirklich schöne Location habt ihr da ausgesucht für die Musiknacht. Ja, das und bei mir habe ich jetzt hier Deken. Ich freue mich mal wieder hier bei dir zu sitzen und zu hören, was Neues gibt. Ja. Eigentlich sollte es von dir immer wieder was Neues geben. Ne? Wir arbeiten dran, weißt du ja. Volle Kraft voraus, ist das auch dein Lebensmotto? Also volle Kraft voraus, ich nenne das liebevoll immer so den Rentnersong. Ne? Dann kommt irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt und jetzt kannst du dich zu Hause einigeln oder du gehst hin nach vorne und sagst, okay, da machen wir weiter und dann natürlich volle Kraft voraus, so wie es sich gehört. Und das passt auch schon zu meinem Leben, natürlich. Ja, wer dich mittlerweile kennt, ne, der weiß das. Dankeschön.
In welchen Lebensbereichen ist es für dich unerlässlich, den Überblick oder die Kontrolle zu behalten? In jedem Bereich meines Lebens. Also wie gesagt, ich weiß ganz gerne, wo dran ich bin. Ich weiß ganz gerne, wie die Abläufe sind. Und wenn ich es nicht weiß, dann frage ich Tanja. Tanja weiß alles. Tanja weiß alles. Ich glaube, deine Tochter macht auch heute hier die Moderation, ne? Genau, wir haben also, die Musiknacht ist eigentlich geboren aus so einem Stammtisch heraus. Und dann haben wir festgestellt, dass wir eine Menge Leute haben, die Musik machen. Und irgendjemand muss ja durchs Programm führen. Und weil Tanja auch natürlich mit zum Stammtisch dazugehörte, hat sie das dann aufs Auge gedrückt bekommen. Ne? Und gesagt, so, du bist jetzt Moderatorin für den heutigen Abend. Naja, das wird sie bestimmt gut meistern. Ja, wir drücken dir die Daumen, dass es alles reibungslos läuft. Was verbindest du mit dem Begriff Freiheit für dich persönlich? Wo sind die Grenzen deiner Freiheit? Also eigentlich gibt es für meine Freiheit gar keine Grenzen. Für mich sind wichtig Gesundheit, Familie, Freunde. Und das ist für mich auch ein Bereich von Freiheit, wo ich mich austoben kann. Jederzeit irgendwo hinzugehen, wo man sich wohlfühlt. Und mehr Freiheit kannst du, glaube ich, nicht gewinnen in deinem Leben. Ah ja, es ist schon schwierig, ne? Ja, ohne Frage. Zeit, ja. Wenn man da 2-3 Leute hat, auf die man zählen kann, ja, ist man, glaube ich, auch glücklich und zufrieden. Definitiv. Ja. Gab es schon einmal einen Tag, an dem du den ganzen Tag nur deine Unterwäsche getragen hast? Oh, da müsste ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, denn solche Tage sind relativ oft und ich wohne ja alleine und da ist also nicht immer das, was ich gerade heute anhab. Wenn du Glück hast, ist auch nicht mal die Unterhose manchmal am Start. Auf dem Weg zur Dusche, auf dem Weg zur Dusche. Jetzt haben wir aber richtig was ausgepackt. Ja. Junge, Junge. Das streichen wir, das wird geschnitten. Nee. Ist ja schon witzig, ne? Gab es mal ein Erlebnis in deinem Leben, das kinoreif war? Oh ja, und zwar war ich ja beruflich mehrere Jahre im Ausland unterwegs, also gut 10 Jahre unterwegs. Und da gab es ein Abenteuer, wo es dann hieß, okay, wir fliegen jetzt bis nach Nigeria. Und von Lagos aus, dann geht es in die kleine Cessna. Und wenn die dritte Mal landet, dann kannst du aussteigen, da wirst du abgeholt. Das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Aber damals war es halt so, dass so, ja, dann setzt du dich halt auf die Bank, wartest, irgendjemand wird schon kommen. Das war so ein Abenteuer im Nachhinein, wo ich dachte, ja, wenn keiner gekommen wäre, was wäre passiert? Ne? Aber das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Ne? Gerade so beruflich, jung, dynamisch und dann setzt du dich irgendwo in die Wüste ab, mitten im Busch und du hoffst, dass du abgeholt wirst. Ne? Aber hat geklappt. Warst du beruflich oder privat? Ich war beruflich 10 Jahre unterwegs. Ich war in der Klimatechnik zu Hause und war dann da für ein großes deutsches Unternehmen weltweit tätig und habe dann 10 Jahre lang die Welt bereist. Ja. Hast du ja einiges von der Welt gesehen, ne? Ja, also ich habe in Spanien angefangen, in Barcelona, und dann ging es über Saudi-Arabien, Nigeria, Hongkong, China. War einiges dabei, wo man sagte, war sehr interessant, ja. Und was auch immer längere Zeit, denke ich mal, vor Ort, ne? Immer längere Zeit, also das Kürzeste war immer so 9 Monate, ne, weil ansonsten ist man ja immer nur im Flugzeug unterwegs. Und ich sag mal so zwischen 9 Monaten und 15, 16 Monaten war immer so die Auslandszeit, die man dann draußen war. Aber dann hat man auch im Anschluss so 3 Monate Urlaub gemacht, um mal wieder so, ja, deutsch zu werden, ne? Denn wenn man ganze Zeit irgendwo in arabischen Ländern ist oder sowas, ne, dann geht so ein bisschen die eigene Kultur verloren. Und wenn man dann wieder nach Hause kommt und man kriegt wieder eine Currywurst, dann ist man doch zu Hause angekommen und dann fühlt man sich auch wieder wohl. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es ein Land, was dir ganz besonders gelegen hat, wo du dich sauwohl gefühlt hast? Spanien. Ja. Also das ist, ich bin ja auch sehr viel und sehr weit gereist. Und für mich ist jetzt so Mallorca mein Ziel. Da habe ich Wasser, da habe ich Sand, da habe ich gutes Essen, Sonne. Mehr brauche ich nicht. Und 2 Stunden Flugzeit reicht mir heutzutage. Ich muss mich nicht mehr 14, 15 Stunden in den Flieger setzen, um dann irgendwo in Thailand zu landen oder sowas. Mir reicht Spanien, mir reicht Mallorca und da bin ich zufrieden und da fahre ich auch gerne immer wieder hin. Ja, manchmal braucht man ja zum Flughafen länger als der Flug selber. Ne? Wem also sagst du das? 90 Kilometer bis hierhin heute und wir haben etwas über 2 Stunden gebraucht. Verrückt. Ja. Absolut. Unglaublich. Degen, jetzt lass uns doch noch mal kurz über deine Musik plaudern. Gerne. Dein letzter Song läuft ja richtig gut. Mhm. Wann gibt es da was Neues? Also der letzte Song hat mir ja Alicia geschrieben. Mhm. Und der neue Song ist fertig. Wir sind eigentlich gerade dabei. Mastering haben wir durch. Genau, ich habe den fertigen Song schon zu Hause. Den Titel, weiß ich nicht, darf ich den verraten? Ja, ne?
Sieht ja keiner zu. Paris hat keine Sterne mehr. Oh. Das ist auch wieder ein Titel in Zusammenarbeit mit Jascha Wetzel und auch mit Siebes Music und ja klar, mein übliches Team. Also genau. Tanja steckt da wieder mit drin und die achtet drauf, dass Pressetexte, da kommst du dann wieder ins Spiel, wenn Tanja soweit ist und dann spielt Gabi wieder was zu, dann kommt dein Schlagerclub wieder zu Wort und ja, und dann läuft die Maschine wieder an, ne? Und dann kommt der neue Song wahrscheinlich diesen Herbst noch raus. Ne? Das sind doch schon mal gute Neuigkeiten. Ja, ich freue mich auch riesig drauf. Ja, definitiv. Weil ich finde es auch gut, dass man so mehrere einzelne Songs hintereinander rausschmeißt, bevor man ein Album veröffentlicht. Ja. Weil dann sind die guten Songs immer alle gleich weg. Und so hat man die Möglichkeit, immer mal wieder was Neues rauszuschmeißen. Ganz genau, ganz genau. Wie sieht es bei dir mit Weihnachten aus? Wäre das also mal so eine Idee, auch mal für einen Song, einen Weihnachtssong rauszubringen? Gar nicht. Also gar nicht. An Weihnachtslieder, die auf die Bühne zu bringen, haben wir eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und war auch nie ein Thema, dass da Anfragen kamen. Deswegen haben wir uns damit noch nicht beschäftigt. Und ist auch nicht so im Hinterkopf, dass man sagt, wir müssten mal unbedingt. Nee, nicht wirklich. Wie feiert ein Deken denn Weihnachten? Wir feiern mit der Familie. Das heißt, wir haben da so eine mittelgroße Tradition. Weihnachten, Silvester immer bei mir. Das heißt, ich werde da genötigt, einen Tannenbaum aufzubauen und Buffet und Essen und Trinken und dann kommt die Familie zu uns und das machen wir dann im kleinen Rahmen. Schön. Und ist immer lustig und ist immer toll, ja. Auch wenn es Weihnachten ist. Wie sehen deine Pläne ansonsten aus? Hast du noch irgendwelche schöne Veranstaltungen, die du noch so anpreisen kannst, wo du in der nächsten Zeit noch auftreten wirst? Das Jahr ist allerdings eher eine private. Wir sind in der AWO. Da machen wir das Oktoberfest mit den Bewohnern. Und das ist immer eine tolle Geschichte. Und dann lassen wir das Jahr eigentlich ausklingen und konzentrieren uns dann aufs nächste Jahr. Wir sind, glaube ich, im Karneval geht es dann irgendwann los. Und im Anfang Februar fahren wir wieder nach Aachen. Da sind wir privat auf der Party wieder, wo wir eigentlich jedes Jahr im Januar, Anfang Februar sind. Und ja, dann lassen wir eigentlich das Jahr auf uns zukommen. Es sind verschiedene Sachen im Köcher, aber da wäre jetzt noch zu früh drüber zu sprechen. Da reden wir ein anderes Mal wieder drüber. Ohne Frage. Ja, da müssen wir auch wieder was zum Plaudern haben. Ja, natürlich. Also ich wünsche dir hier in dieser tollen Location nachher natürlich einen mega schönen Auftritt. Und es ist ja super. Ich habe ein Plakat gesehen, ausverkauft. Wow. Ja, also wir haben auch gesagt, die Sache ist im April geboren worden und dann lass uns mal testen, ob wir überhaupt Karten verkaufen können. Und ehrlicherweise mussten wir zweimal Karten nachdrucken und wir sind jetzt auf dem Kopf bei 400 Karten, die weggegangen sind. Für 19,04, also ist jetzt nicht eine Veranstaltung. Der Eintrittspreis, habe ich gelernt. Genau, ist jetzt nicht für 5 Euro so eine relativ preiswerte Sache, sondern wir haben einen guten Eintrittspreis bekommen. Dementsprechend können wir die Künstler entlohnen und die ganze Sache auch irgendwie finanzieren. Es passte eigentlich wirklich sehr gut. Ja, also, ja. Glückwunsch. Dankeschön. Finde ich gut. Also, und wie gesagt, ihr seid hier und die ganze Sache geht hinterher auch Social Media, Facebook und die ganzen Wege. Es wird bestimmt eine gute Sache. Und so wie ich gehört habe, haben wir zum Ende, wenn Take 5 fertig ist, haben wir, glaube ich, noch ein kleines Überraschungsbonbon. Okay, und es gibt noch eine Aftershow-Party, habe ich gesehen. Aftershow-Party macht Rainer Megenda, der vorne auch die Leute im Eingang gerade begrüßt hat. Der spielt dann hinterher zum Schluss und macht die Aftershow-Party, reißt dann die Hütte nochmal zum Schluss. Oder er baut sie wieder auf, je nachdem. Je nachdem. Ich danke dir für deine Zeit. Ich habe zu danken, dass du ist immer nett, mit dir zu quatschen. Sehr schön, freut mich. Ja. Und wir sagen danke fürs Zuschauen und tschüss. Danke, tschüss. Und schon habe ich meinen nächsten Interviewpartner, den Salvatore Guddi. Schönen guten Abend. Ja, wir haben noch nicht das Vergnügen miteinander gehabt. Wir haben uns bisher noch nicht kennengelernt. Richtig. Und du weißt aber, dass ich für den Schlager unterwegs bin. Ja. Ne? Ich übernehme heute die italienische Fraktion des Schlagers. Genau, der italienische Schlager ist natürlich auch immer toll. Werdet ihr mir mit Sicherheit beipflichten, dass das so ist. Ne? Also hören alle gerne. Oder? Sehr viele bekannte Sachen, die wirklich jeder, du, ich, ja. Sie alle kennen. Also. Ja, auf jeden Fall. Du warst bei der Tierschutzgala in Gladbeck. Liebst du Tiere? Ja, ich liebe Tiere. Solange sie mich nicht fressen wollen. Nicht fressen, okay. Was hast du aus der Corona-Krise gelernt, um deine Zukunft effektiver zu gestalten? Dass man erfinderisch und flexibel sein muss, um am Ball bleiben zu können, müssen, wollen, wie auch immer. Ja. Also, beispielsweise habe ich meinen Terminkalender, ob es jetzt Geburtstage waren oder andere Events, die eigentlich geplant waren, die habe ich dann online. Ich bin dann über Facebook online gegangen und habe ihren Geburtstag oder seinen Geburtstag einfach mal eine Stunde online gegangen und alle waren so glücklich. Ich habe zwar kein Geld verdient, das spielt aber keine Rolle. Wichtig war, Präsenz zu zeigen und dass man den Leuten auch
zu verstehen gibt. Man muss nicht aufgeben. Es gibt für alles eine Lösung. Wie weit bin ich bereit, was dafür zu tun? Das ist wichtig. Genau. Man muss immer irgendwo präsent sein und ansonsten geht es nicht. Egal, wie auch immer. Man macht sich ja, präsent. Genau. Und die Italiener können das sowieso. Ja, mit Händen und Füßen auf jeden Fall. Ja. Hältst du dich immer an den Plan, den du dir selber gemacht hast? Meistens kommt das immer anders, als man denkt. Also Pläne kann man schmieden, aber wenn man nicht flexibel ist, bleibt man dran hängen. Also Flexibilität ist wichtig. Wie sieht es bei dir mit der Musik aus? Hast du auch so eigene Sachen oder coverst du? Oder erzähl uns ein bisschen dazu. Also ich cover sehr, sehr viele Sachen. Ich kopiere nicht. Ich versuche da meine eigene Seele in den Liedern, die ich covere, natürlich reinzutun, weil sonst wäre ich eine Kopie von irgendetwas, sondern ich möchte mein eigenes Ich mit reintun. Und ich habe tatsächlich vor 2 Jahren, Oktober, habe ich zum ersten Mal mein eigenes Lied rausgebracht. Das Lied heißt Du. Das war in Zusammenarbeit mit Frank Kretschmann. Das war mein Produzent. Und dem Cäsar. In Kooperation mit Cäsar. Und ich finde, obwohl ich vom deutschen Schlager nicht sehr viel verstehe, ist es ein deutsches Lied. Finde ich eigentlich, dass das ganz gut geworden ist für einen Italiener. Okay. Also, weil für Italiener ist es oft schwierig, Deutsch zu singen. Und viele sagen, das Lied ist sehr schön geworden, weil du hast das Lied mit italienischen Emotionen gesungen, aber auf Deutsch. Ja, genau. Dann kommt es vielleicht schon wieder ganz anders rüber. Ja, Meist ist es ja dann so, wenn neue Songs rauskommen von Italienern, die dann halt wirklich das Deutsche mit dem Italienischen so ein bisschen mischen. Ne? Ja, richtig. Das ist irgendwie so zuckersüß. Also ich finde das irgendwie immer schön zuzuhören. Ich habe auch so im Hinterkopf die ganze Zeit, ich habe ja mitbekommen, was der Giovanni Zarella beispielsweise macht. Der macht ja gute deutsche Titel auf Italienisch gemischt. Ich bin gerade am Überlegen, da ich die deutsche Sprache ja mächtig bin, ob ich nicht das Gleiche machen sollte mit italienischen Liedern auf Deutsch. Natürlich ist es klar, dass es von der Phonetik her schwierig wird, anzugleichen. Von der Betonung, ne? Richtig, von der Betonung auch. Aber wenn man flexibel ist, bekommt man das auch noch hin. Ne? Genau, wenn man seine Gefühle da reinschmeißt, ja, dann funktioniert das. Das habe ich noch so ein Hinterstübchen, wo ich eventuell noch hin und wieder was rauskramen werde. Was hat dir in letzter Zeit so richtig Spaß gemacht an deinem Job? Meinen musikalischen Job oder meinen Telekom-Job? Ja gut, du kannst sagen, was du in deinem Berufsleben findest und auch in deinem Musikleben. Ne? Ja. Also es gleicht sich. Beides gleicht sich. Ich habe jeden Tag mit anderen Menschen zu tun. Ich habe jeden Tag, jedes Mal auf andere Veranstaltungen immer mit anderen Menschen zu tun. Man lernt sehr viele Charaktere kennen. Man lernt auch damit umzugehen, mit diesen Charakteren. Und es ist nie langweilig, weil morgen habe ich eine Baustelle, morgen habe ich die nächste Baustelle. Und es sind immer verschiedene Menschen, verschiedene Problemfälle. Und das macht es von vornherein immer nur interessant, genauso wie die Musik. Ja. Bei der Musik ist das genau das Gleiche. Ich habe jedes Wochenende andere Menschen vor mir, die ich glücklich machen darf, weil das ist meine Bezahlung, das Glücklichmachen der Menschen. Die Gage ist da Nebensache. Das spielt, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ich sehe Menschen, die mit einem Grinsen kommen und mit einem Grinsen, mit einem Lächeln wieder nach Hause gehen. Und das ist so das, mein Balsam für das, was ich getan habe. Und ich fühle mich dann super gut, weil ich ja viele Menschen glücklich gemacht habe in dem Moment. Ja, schön. Also wenn man das so sieht und so empfindet und auch so rüberbringt. Ich lebe. Natürlich, genau. Ich lebe die Musik. Ich liebe nicht die Musik, ich lebe sie. Du lebst sie. Ja. Wie sehen deine Pläne aus? Gibt es denn bald mal wieder einen neuen Song von dir? Also da ich jetzt Produzent frei bin, also freischaffender Künstler sozusagen, ich habe das, was ich gerade erwähnt habe, so im Hinterköpfchen, so die guten, altbekannten italienischen Sachen versuchen auf Deutsch. Wenn ich diesen deutschen Text mit meiner italienischen Seele verbinde, behaupte ich einfach mal, dass das was Gutes werden könnte. Natürlich
werde ich niemals was veröffentlichen, wenn ich nicht wirklich 100% von sicher bin, dass es mir gefällt. Weil ich bin mein schlimmster Kritiker. So sollte es aber eigentlich sein. Ne? Ja, ich bin der, also wenn ich den Jury sein müsste, ich bin der Schlimmste, den es gibt. Wie feiert ein Salvatore Weihnachten? Ach, zusammen mit Familie. Und wenn es darauf ankommt, lasse ich sogar mit Verwandte von Italien rüberkommen. Ich sage, wie, ihr habt kein Geld dafür? Ich schicke euch 2, 3, 4, 500 Euro, ist mir egal. Ich will euch unbedingt bei mir haben. Ne? Selbst dafür bin ich bereit. Weil Familie steht wirklich an allererster Stelle. Weil fremde Menschen kommen und gehen. Und man sieht sie entweder mal wieder oder man sieht sie nie wieder. Familie bleibt von Anfang bis zum Schluss. Bis zum Schluss. So sieht's aus. Beispielsweise meine beiden Eltern sind beide 82 und ich habe definitiv von vornherein gesagt, diese beiden Menschen werden nicht irgendwo im Altersheim verschwinden. Nein, ich werde, solange ich die Kräfte dazu habe, solange ich den Wille und diese Flexibilität an Tageslicht bringe, möchte ich für meine Eltern da sein, bis zum Schluss. Also ich möchte mich schon... Schön, wenn man das sich vornimmt, auf jeden Fall schon mal. Ich möchte mich ganz normal verabschieden können. Hätte ich mich beispielsweise verabschieden müssen in Corona-Zeit von meinen Eltern, glaube ich, wäre ich nie wieder glücklich geworden in diesem Leben. Aber jetzt, da das ja schon wieder Geschichte ist und passé, weiß ich, dass wenn der Moment kommt, dann werde ich meiner Mama einen Kuss geben können, ihr eine gute Reise wünschen. Und weil es ist nun mal der Alter 82, 83, wo es wirklich kritisch wird. Fängt man schon mal an, drüber nachzudenken. Ja, und ich merke das von einem Monat zum anderen, merkt man schon den Unterschied, wie es wie sich das verändert. Aber die sind glücklich. Solange die glücklich sind, ist alles gut. Alles prima, alles gut. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Musik. Dankeschön. Weiterhin viel Spaß an deinem Job. Auf jeden Fall. Und gleich viel Spaß auf der Bühne. Noch viel, viel mehr. Vielen Dank. Wir sagen Dankeschön. Ciao, ciao. Schönen Abend noch alles zusammen. Sehr schön. Bei mir habe ich den nächsten Interviewpartner, Wolkenberg. Ja, hallo. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, schön, dass du bei mir bist und... Erzähl mal, Schlagerpartys. Was kannst du uns darüber erzählen? Also ich bin erstmal als Schlagerkind groß geworden, habe zwischenzeitlich andere Musik gemacht, vielleicht sprechen wir gleich drüber, und habe dann ein Erlebnis gehabt, dass ich gefragt wurde für einen Geburtstag, kannst du Schlager singen? Musste ich mich einarbeiten, habe nächste Party im Schlager gemacht und war fasziniert von den Leuten. Wirklich, ich habe vorher andere Musik gemacht und da war alles schön, war toll. Aber als ich dann Schlager gemacht habe, waren die Leute aus dem Häuschen und das hat mich total fasziniert. Da bin ich im Prinzip hängen geblieben dabei. Mhm. Habe eigene Songs geschrieben, die man auch hören kann im Netz, beziehungsweise die auch veröffentlicht wurden. Und liebe es einfach. Liebe es einfach. Freue mich auf nachher. Ne? Also ich biete ein relativ langes Programm an. Ich weiß nicht, ob ich das doch so... Ja, natürlich. Also ich habe zwischen 30 Minuten und 4 Stunden nur Schlager. Und ich liebe und lebe das. Das heißt mit anderen Worten, du kannst ein richtig mega langes Programm machen. Ich kann ganze Abendveranstaltungen machen. Vor kurzem habe ich einen ganzen Nachmittag gemacht, also 15 bis 19 Uhr. Und wirklich, das geht querbeet. Ne? Ja, sehr schön. Meistens mache ich aber allerdings sehr gerne flotte Sachen. Also ich habe zwar auch ein paar Schmusesachen dabei, aber eigentlich eher diese flotten Sachen. Es kommt ja auch immer auf die Stimmung an, wie die Leute gerade drauf sind. Genau. Dementsprechend kann man ja auch sein Programm dann ändern, wenn man so viel halt an Songs zur Auswahl hat. Ne? Ja. Und eigene Songs hast du ja auch veröffentlicht. Genau. Aktuell habe ich Wolkenberg Schlager infiziert. Ist jetzt auch in der Bemusterung. Und hatte jetzt vor kurzem einen Auftritt gehabt auf Zeche Zollverein. War ganz toll vor so vielen Leuten. Und wenn man so seinen eigenen Song dann performt und die Leute einen einfach glücklich anstrahlen, ach, das kann man nicht beschreiben. Krieg schon wieder Ja, es das ist so. Also Schlager ist schon auch ein ganz besonderes Publikum, ne? So das Ganze drumherum. Toll, einfach toll. Definitiv. Unfreundlich, unehrlich, unzuverlässig, unverschämt. Ist das die neue Etikette? Um Gottes Willen. Warum wir nicht? Warum? Wie kommt das? Ja, weil viele Leute ja schon so sind. Dann geht man ja davon aus, ist das jetzt normal? Also für mich nicht, auf keinen Fall. Nee.
Ich bin im ersten Leben bin ich Dienstleister und kenne eigentlich nur Freundlichkeit. Möchte aber auch freundlich behandelt werden. Mhm. Auch das ist wichtig, finde ich. Und nein, für mich das sind keine Werte für mich. Für mich sind Werte wirklich Freundlichkeit, nett zu anderen Menschen sein, empathisch, ganz wichtig in der Musik. Ja. Ja, solche Sachen sind einfach wichtig. Und es sollte auch so bleiben. Ich sage immer, wie man es in den Wald hineinschreit, so schreit es auch hinaus. Genau. Ne? Also, absolut. Wenn mich jemand unfreundlich anguckt, dann kann ich auch nur griesgrämig sein. Richtig. Und sagen, hör mal, ist jetzt alles in Ordnung bei dir? Oder, ne? Oder man geht dann ganz freundlich auf die Leute zu. Da haben die dann manchmal ein Problem dann. Aber meistens, sehr häufig habe ich es erlebt, dass man doch dann so einen Funken Freundlichkeit von denen dann auch bekommt. Man merkt, dass man da nicht drauf anspringt. Werfe einen Blick zurück auf die Ziele, die du dir für dieses Jahr gesetzt hattest. Wie gut hast du sie erfüllen können bislang? Eigentlich habe ich die schon erfüllt. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich habe gar nicht so große Ziele. Für mich ist es einfach, dass ich die Leute glücklich machen kann. Auch das hört sich jetzt theatralisch an, aber es ist wirklich so. Also für mich, wenn ich einen Auftritt habe und die Leute sind zufrieden und glücklich, bin ich auch glücklich. Mhm. Das lebe ich. Ja, ich würde gerne natürlich weiter im Land bekannt werden. Das wäre natürlich schön. Und aber es muss nicht sein. Es ist nicht zwingend für mich. Für mich ist es zwingend halt eben, jeden Auftritt so gut wie möglich zu machen, die Leute glücklich zu machen, was ich gerade schon gesagt habe, und halt eben den Leuten eine schöne Zeit geben, weil wir haben genug Probleme in der Welt. Und die brauchen einfach den Moment, sich abzulenken. Wie bedeutungsvoll ist Musik für dich? Kannst du daraus Kraft schöpfen? Nur. Nur. Also ich habe einiges schon im Leben, wie wir alle, glaube ich, erlebt. Von Höhen und Tiefen wollen wir nicht drauf eingehen, aber wirklich schlimme Sachen auch. Und ich habe immer von der Musik gezerrt, immer. Und ich kann es leider wieder nur wiederholen, Musik macht mich glücklich. Und das ist einfach das Schöne daran, dieses Positive. Also es gibt nichts Besseres als Musik. Und dann erzähl uns doch noch mal so ein bisschen über deinen noch aktuellen Song. Ja, Wolkenberg Schlager infiziert, also der Song heißt Schlager infiziert und da geht es eigentlich darum, es ist eine relativ einfache Nummer, die habe ich aber auch einfach so gestalten wollen, damit ich die Leute mitnehme, die sich auf Schlager freuen. Das ist eigentlich das. Ne? Der Grundtenor in dem Lied ist halt eben, wir brauchen oder wir möchten feiern, wir möchten eine Party und ist egal wo. Hauptsache, wir sind glücklich dabei, wir können tanzen und das ist einfach wichtig. Und dann halt eben im nächsten Teil ist es darum, wenn es dann soweit ist, dass die Leute dann auf ihrer Bühne stehen, sprich dann auf der Tanzfläche und ihren Fox oder was auch immer tanzen und auch mit ihrem Partner oder Partnerin und dann halt eben eine schöne Zeit haben. Das ist im Prinzip so der Grundtenor von dem Lied. Und halt eben diese Liebe zu dieser Musik. Ja, es ist, wie gesagt, singe ich nachher übrigens auch, natürlich. Also freue ich mich schon richtig drauf. Schön. Ist in der nächsten Zeit denn eine neue Single geplant? Ich muss sagen, jein. Ich habe so viele Projekte, also jetzt Schlagerprojekte, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Ich produziere die Sachen aber auch selbst. Ah. Und das dauert leider natürlich immer. Mhm. Ich habe jetzt aber schon überlegt, ob ich mir da nicht jemanden als Produzent reinhole. Also die Songs sind eigentlich fertig, müssen im Prinzip nur ein bisschen noch arrangiert und gemischt werden. Und da stehe ich jetzt in Verhandlungen, dass man vielleicht noch mal was nachlegen kann. Ah ja. Ne? Also da wird auf alle Fälle was kommen. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Jetzt bist du ja nicht nur Wolkenberg. Genau. Es gibt ja noch eine andere Persönlichkeit. Genau, mein zweites Ich. Und das ist ganz wichtig, vielleicht kurz erzählt. Ich bin auch Country-Musiker und bin eigentlich durch die Country-Musik zu dem Schlager wiedergekommen. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich Schlagerkind, habe viele Jahre Country-Musik gemacht und wurde dann irgendwann mal gefragt, kannst du das nicht machen, hatte ich vorhin schon gesagt. Country-Musik mache ich schon seit, auf Bühnen seit 1999. Mhm. Ja, ich mache schon ewig. Ich habe auch vorher schon Musik gemacht, aber so richtig offiziell mit Band. Und wir sind durch Deutschland getourt. Das war also schon eine große Sache gewesen. Wird leider immer ein bisschen weniger in Deutschland, weil natürlich es hier nicht gern genommen wird, warum auch immer. Ich finde, es ist eine schöne Musik. Ja. Und habe auch da eigene Stücke gemacht. Also auch da gibt es im Internet einiges, auch viele Videos, wenn man möchte. Und liebe die Musik nach wie vor. Habe auch viel auf Line-Dance-Events gespielt und habe jetzt auch noch jetzt im laufenden Jahr noch da Auftritte auch zu. Line-Dance ist ja so hier in Deutschland so die kommende
Tanzart, sag ich mal, zur Country-Musik, die mittlerweile auch vom zum Schlager getanzt wird. Also ist schon spannend. Für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, es wird dann in einer Reihe getanzt und man hat dann im Prinzip die gleichen Schritte. Ja, ja. Und ist eine wunderbare Sache. Mhm. Ja, das mache ich ganz viel auch. Und bin halt eben über diese Party, wo ich dann eigentlich Country-Musik gemacht habe, 3 Stunden lang. Die Leute waren wirklich glücklich, haben getanzt, war alles toll. Und danach habe ich eine halbe Stunde Schlager gemacht und die Leute standen auf den Tischen. Ja. Und das war für mich so, wow. Der Wink mit dem Zaunfall. Genau, ne? genau. Ja, dann wünschen wir dir natürlich auch für deine weiteren Vorhaben ganz viel Glück, ja, und vielen Dank dafür. Erfolg. Ja. Ne? Gleich viel Spaß auf der Bühne. Auf alle Fälle. Ich habe gehört, es ist ausverkauft. Also es ist ausverkauft. Richtig viel Publikum. Ja, ja, es wird spannend heute. Ja, hab ganz viel Spaß. Ja, auf alle Fälle. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne. Ja. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, jetzt habe ich hier die Band Take 5. Herzlich willkommen. Korrekt. Hallo. Hallöchen. Ja, wunderschön. Take 5. Das ist die Rock-Pop-Schlager-Uldi-Disco-Party-Band aus dem Ruhrpott. Genau. Erzählt doch mal ein bisschen was über euch. Ja, es gibt uns seit mittlerweile fast 30 Jahren. Wir beide feiern im nächsten Jahr, über 30 Jahre, genau. Wir beide feiern im nächsten Jahr Silberhochzeit. Wir machen seit 25 Jahren im nächsten Jahr zusammen Musik. Also wir sind so eine gewachsene Truppe und das macht einfach nur Spaß. Wir spielen alles, was kommt. Wir spielen private Partys, Hochzeiten, Schützenfeste, Stadtfeste. Also alles, was so im Jahr kommt, können wir ein bisschen bedienen. Und von A bis Z alles querbeet. Von A bis Z querbeet, von Helene bis Rammstein. Ja, super. Genau. Ja, solche Bands sind eigentlich auch immer sehr beliebt, ne? Weil die können ja wirklich jedes Genre dann bedienen und sich auf die Gäste einlassen, je nachdem, wie die sind, was man dann halt spielt und so. Ne? Bei uns ist es so, wir haben nie eine feste Setliste. Also wir haben ein paar Sets zusammengestellt, wir haben ein Schlagerset, wir haben ein Rockset, wir haben ein Popset, wir haben alles Mögliche und wir gucken dann einfach, was so geht an dem Abend. Ne? Mhm. Finde ich auch mal ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen auf das Publikum einstellen kann. Spontanität, genau. Spontanität, ja, die ist gefragt, ne? Genau. Auf jeden Fall. Take 5 Spezial Einsatzkommando. Was hat es damit auf sich? Das ist mal aus einer Notlage heraus entstanden. Wir fahren eine etwas verrückte Technik, da lacht uns eigentlich jeder für aus, aber es ist so, dass wir mal eine Notlage hatten, unser Schlagzeuger konnte damals nicht und wir haben dann technisch die Möglichkeit gefunden, dass das Schlagzeug live eingetrommelt wurde und wir können jetzt also auch zu zweit, zu dritt und zu viert spielen. Und das Spezialeinsatzkommando ist halt immer dann zu fünft. Wir könnten auch zu fünft. Das Spezialeinsatzkommando ist halt immer dann gefragt, ich sag mal, wenn es kleinere Veranstaltungen sind, wenn es irgendjemand nicht kann, wenn wir spielen ja alle auch in anderen Kombos noch, ne? Mhm. Und von daher haben wir den großen Vorteil, wir können fast immer spielen, das muss man echt sagen. Ne? Ja. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Wechselnden Besetzungen, allerdings immer mit dem bekannten Take 5 Sound. Ne? Ja. Genau. Ja, toll. Ja. Er sagt immer nur genau. Ja, dafür ist er bekannt. Jungs, was zeichnet einen Kultsänger oder eine Kultband aus? Was glaubt ihr? Bitteschön. Ja. Kultsänger oder Kultband? Ja, Kultband. Wichtig ist das Entertainment, meiner Meinung nach. Ja, also ein gut aussehender Schlagzeug. Ja, auf jeden Fall ein gut aussehender Schlagzeug, definitiv. Ja. Einer, der auch die Moral in der Band zusammenhält. Deswegen nennt man mich auch den Vater. Ja, ich muss immer sehen, dass die Band auf dem Gradwege der Moralität dann auch sich befindet. Ne? Das ist die Wahrheit. Dann aber Entertainment ist wichtig. Das heißt, das Publikum muss unterhalten werden. Es kommt nicht darauf an, perfekt Musik zu machen, perfekt zu singen, sondern Spaß dem Publikum zu vermitteln. Mhm. Und das macht eine gute Band aus, meiner Meinung nach. Mhm. Und das bedienen wir, definitiv. Vor allen Dingen mit dem Markus, muss ich dazu sagen. Also er ist eigentlich der geborene Entertainer. Ja. Danke. Darum hat er auch was möchtest du die 100 trinken? Euro gibt es. Die versprochen, die 100 Euro später. Ja.
Genau. Ja, man sagt mir so gewisse Dinge nach. Der Spaß, den wir auf der Bühne haben, der muss einfach aufs Publikum überspringen und das hat er bis jetzt eigentlich immer getan. Ja, ich kann mich nicht an einen Gig erinnern, wo das mal nicht geklappt hat. Wobei man echt sagen muss, so, das ist für uns eigentlich das Wichtigste. Eigentlich haben wir irgendwann gelernt, so, die Musik ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Wichtig ist es, dass wir Spaß auf der Bühne haben, weil wenn wir Spaß haben, geht es automatisch auch rüber. Naja, so. Wer kann schon von sich behaupten, 25 Jahre zusammen Musik zu machen? Ne? Ja, und das waren nicht immer leichte Zeiten. Das muss ich auch nochmal sagen. Gott sei Dank war ich so lange nicht leicht. Naja, aber ich sag mal, so wie ihr bei alle drei drauf seid, ist der Spaß, steht ja, natürlich, hat so eine sehr hohe Rangordnung, oder? Ja, absolut, absolut. Steht eigentlich überall, muss man fairerweise sagen. Ja. Genau. Welche sind für euch die wichtigsten Prinzipien und Grundsätze im Leben, die jeder haben und beachten sollte? Und warum? Da möchte ich jetzt eigentlich von jedem mal irgendwas dazu hören. Also bei mir ist das das Thema Respekt. Ich bin im Hauptberuf bin ich eigentlich Einrichtungsleiter in einem Altenheim, in der stationären Altenhilfe. Und für mich ist Respekt das Allerwichtigste. Auch in meinem Berufsleben, jeder Mensch, egal ob krank, ob nicht krank, ob Demenz oder nicht Demenz, hat Respekt verdient für seine Lebensleistung. Ja. Und deswegen ist das für mich eigentlich das Allerwichtigste. Und das versuchen wir auch in der Musik rüberzubringen. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also Ehrlichkeit und Respekt steht für mich an allererster Stelle. Und ja, wir gehen auch hier in der Band aneinander ganz respektvoll um. Und wir sind zwar halt, klar, wir sind auf der Bühne für andere Leute, wenn wir mal unser Wochenende genießen. Mhm. Ja, aber in der Woche selber untereinander, da passt das schon. Mhm. Genau, ja. Genau. Demut. Ja, auch das. Ja, auch das natürlich. Eigentlich sehr wichtig, ne? Ja. Und das ist bei uns so. Ja. Ja. Und wir sind froh, dass wir auch so einen Vater haben. Genau. Und manchmal muss ich die Leute dann halt wieder einfangen. Ja, das muss ich fairerweise zugeben. Für uns ist das ja auch immer ein Highlight. Wir fahren also am Anfang des Jahres fahren wir also auch mal in den Urlaub mit zu viert für ein ganzes Wochenende. Da gehen wir hin und proben. Wir haben Spaß. Wir gehen da essen. Wir haben alles so die Sachen, die man eigentlich mit der Familie macht, die erleben wir dann da. Und das ist dann für uns auch mal Familie. Ist ja auch Familie. Wenn man es mal ganz eng sieht, ist es eine Familie, wenn man so eine Band hat. Das ist so. Und wenn man das auch so betrachtet, dann funktioniert das aus. Und wer macht das schon? Ne? Wir haben ja alle Familie. Wir haben alle Partner, die Kinder. Also es gibt nicht wenige Bands, die uns danach beneiden. Ja, natürlich. Man muss natürlich auch Partner haben, die das auch akzeptieren. Klar. Ne? Klar. Haben wir alle. Ja, wenn es da passt, ist das richtig. Super. Ja. Nur so kann auch dann die Band funktionieren. Genau. Also wenn da muss auch wirklich der Partner stark sein dahinter und sagen, hey, also ne, wenn ihr proben müsst, dann müsst ihr proben, dann ist das halt so. Ne? Oder wenn ihr Gigs habt, dann ist das so. Ja. Dann bleiben wir mit dem Hintern zu Hause. Ja. Machen die Frauen dann vielleicht mal irgendwas zusammen? Sind die auch miteinander befreundet oder? Ja, wir machen schon mal wir haben auch schon mal so Gartenpartys, machen schon mal irgendwie so einen Grillabend zusammen, wo wir dann mal zusammen sitzen. Also alle Musiker und alle Frauen dann dazu, auch mit Kindern und so weiter, machen wir auch schon mal. Klar, natürlich gehört dazu. Ja, ja, schön. Eine große Familie. So muss sein. Das passt einfach. Genau. Wie sehen eure nächsten Gigs aus? Habt ihr da noch irgendwie so was Spezielles, wo ihr euch vielleicht drauf freut? Ja, klar. Also wir haben jetzt ein bisschen was Oktoberfestmäßiges anstehen, wo man dann Take 5 auch in kurzen Lederhosen und karierten Hemden sieht. Ah, ja. Wir hatten am vergangenen Wochenende hatten wir eine sehr schöne Geschichte auf Zeche Zollverein. Da haben wir die Schlagerbühne bedient mit als Support von Jörg Bausch. Auch eine sehr schöne Geschichte war das. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen wirklich sind die Oktoberfeste überwiegend. Dann haben wir in 3 Wochen, glaube ich, haben wir so eine Geschichte, da hat uns ein Freundeskreis gebucht.
Die haben hier auf dem Rhein-Herne-Kanal haben die Santa Monica gechartert und da machen wir quasi eine Schiffsparty und freuen wir uns auch schon drauf, weil die Leute kennen wir auch schon einige Jahre und die kommen regelmäßig zu unseren Konzerten. Das wird echt, glaube ich, eine gute Sache. Ich hoffe nur, dass das nicht aussieht wie bei der Titanic. Den darf man nicht vergessen, ne? Genau. In Mal, auch eine schöne Sache, in der La Victoria spielen wir Ende Januar irgendwann eine NDW- und 80er-Party zusammen mit der Band Extra Breit. Freuen wir uns auch schon total drauf. Es ist eine tolle Location, toller Veranstalter, tolles Publikum. Also freuen wir uns schon drauf. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß weiterhin, dass ihr euch so toll versteht und vor allen Dingen wirklich so tolle Auftritte habt und die Menschen mit eurer Musik natürlich begeistert. Ja, ja. Danke schön. Geben uns Mühe. Vielen Dank. Wunderbar. Hallo. Hallo, grüß dich. Rainer Migenda? Das ist richtig, genau. Das ist der Künstlername. Ja, genau. Rainer, handgemachte Musik mit Gitarre, Herz und Hut. Ist das dein Markenzeichen? Das ist genau mein Markenzeichen, genau. Und das hat ein Freund von mir, der hatte so eine kleine Werbeagentur, der ist leider auch schon verstorben. Und der kam auf diese Idee mit diesem Slogan und da habe ich gesagt, passt genau zu mir. Passt wie Arsch auf Eimer, genau. Ne? Sagt man so schön. Ne? Genau. Ja, super. Starke Frauen, starke Lieder. Wie ist das gemeint? Ja, das ist jetzt auch relativ neu. Das haben wir erst zum ersten Mal gemacht. Und das habe ich mit meiner Frau zusammen gemacht, die dann Lieder singt von zum Beispiel Barbara Schöneberger und Ina Müller. Mhm. Und es geht immer so ein bisschen um starke Frauen, ne? Also die selbstbewusst sind. Und auch mal Nein sagen können. Mhm. Ganz wichtig. Ganz wichtig, genau. Und das ist jetzt so ein neues Programm, was wir in letzter Zeit so ein bisschen auf den Weg gebracht haben. Haben jetzt das erste Mal in Dorsten das gemacht. Mhm. Im Rahmen einer Veranstaltung, die in Dorsten für eine Woche lang gelaufen ist. Und wie der Zufall so wollte, war auch die Gleichstellungsbeauftragte von Xanten da. Und die hat uns dann gleich engagiert für November. Und dann geht es schon weiter. Ja, super. Also da war doch der erste Auftritt direkt gleich ein Erfolg, ne? Wenn es dann eine Folgebuchung gibt. Ja, toll. Und was macht ihr dann, machst du dann separat auch noch irgendwie ein Programm? Oder? Das ist was jetzt gerade so neu entstanden ist. Mhm. Also ich mache normalerweise, ich bin viel unterwegs auf Stadtfesten, auf Geburtstagen, Hochzeiten, solche Geschichten, viel alleine. Solo, einfach nur mit meiner Gitarre, aber dann eben auch als Migenda and Friends mit Akkordeon und kleinem Schlagzeug und Geigenspieler. Also wir können da bis zur großen Band alles anbieten. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Mhm. Und was habt ihr so für Songs im Repertoire von bis? Genau, also es gibt diese ganz alten Songs von 50er, 60er, 70er Jahren bis heute, 80er, 90er, so ein paar von heute auch. Ja, aber unserem Alter geschuldet, schon eher so Oldie-lastig. Oldie-lastig. In deutscher Sprache oder eher international? Beides. 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 Mhm. Sehr schön. Was fehlt der heutigen Musik im Vergleich zur Musik der 60er und 70er Jahre? Das Herz und die Seele. Vieles wird ja eben auch, viel wird vergessen, dass zu Musik machen für unsere Empfindung eben dieses Live-Feeling da ist, dass ein Instrument gespielt wird, dass echt gesungen wird. Und da darf auch mal ein falscher Ton dabei sein. Das ist besser, als wenn alles so perfekt ist und maschinengemacht ist. Ja. Und es passiert dann schon mal häufiger jetzt auch so auf den Partys, wenn ich dann auf den Partys bin. Ich sag mal, ich spiele auf dem 70. Geburtstag oder 60. Geburtstag. Und dann kommt der kleine Enkel und sagt, kannst du auch Space Monkeys spielen? Und ich denke dann, nee, das tut mir leid, da kann ich den Text nicht. Wieso, da kannst du doch einfach spielen. Ich sage, nee, ich kann es nicht spielen, ne? Habe ich nicht geübt und so. Mhm. Und dann holt er sein Handy raus und sagt, guck mal, ich kann das aber. Und das ist so der Unterschied, dass das eigentlich gar nicht mehr präsent ist, dass die Dinge tatsächlich live und handgemacht sind. Mhm.
So nach dem Motto, die Milch kommt nicht von der Kuh, sondern die steht bei Aldi im Regal. Genau. So sieht's aus. Das ist eigentlich mittlerweile schon so ein Gang und Gäbe geworden, dass auch die meisten Künstler gar nicht mehr live singen auf der Bühne. Ne? Leider. Ja. Eigentlich sehr schade, weil die Leute kaufen Eintrittskarten, um den Künstler halt live zu hören. Genau. Ja? Und für mich ist das ganz, ganz wichtig. Ja, also bei mir ist wirklich ohne Netz und doppelten Boden alles live. Und wenn die Anlage dann mal ausfällt, weil der Strom ausfällt, dann geht's eben so weiter. Genau, das ist nämlich der Punkt. Die meisten, wenn nämlich dann wirklich mal der Saft ausgeht, die wissen nämlich auf der Bühne dann gar nicht mehr, was sie machen sollen. So ist es, ne? Und ich sage immer, es zeichnet dann eigentlich einen guten Künstler aus, wenn er dann sein Publikum weiter entertainen kann. Genau. Ohne Konserve. Ja, absolut. Konserve, Finde ich sehr, sehr wichtig. Also es gibt auch viele, so sagen wir mal, wenn dann der Kreis kleiner wird, zur späten Stunde, ne, ich sag mal eine Geburtstagsfeier, die Hälfte ist schon weg, dann mache ich auch gerne mal den Verstärker aus und dann geht es auch unplugged weiter. So wie am Lagerfeuer. Wie am Lagerfeuer, genau. Finde ich gut. Also finde ich toll, wenn es noch so Musiker gibt, die auch da noch sehr viel Wert drauf legen. Ja, absolut, ja. Dass man sich auch selbst begleiten kann an der Gitarre oder am Piano oder wie auch immer. Ne? Das ist schon toll. Wie hast du gelernt, dich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen, sondern dich selber so zu akzeptieren, wie du bist? Gut, das ist eine tolle Frage. Ja, aber die kann ich vielleicht auch ganz gut beantworten. Und zwar, ich habe die Lieder, die ich spiele, ich spiele ja einige wenige eigene Songs habe ich, aber das meiste sind ja Songs von anderen Leuten. Und ich habe eigentlich nie versucht, die originalgetreu zu kopieren, sondern habe die immer interpretiert, so wie ich sie gehört habe. Ich habe mir zwar am Anfang eingebildet, ich hätte ein gutes Melodiegedächtnis und würde die sehr nah am Original spielen, habe mir dann aber von meinem Publikum sagen lassen, Mensch, du siehst sie irgendwie ganz anders. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, dann ist das so. Dann ist das so. Mhm. Die haben sofort einen Wiedererkennungswert. Mhm. Nach den ersten paar Tönen weiß jeder sofort, welches Lied es ist. Aber sie sind schon sehr, sehr eigen interpretiert und haben mit dem Original manchmal gar nicht mehr so viel zu tun, ist falsch gesagt. Aber haben aber auch gar nicht den Anspruch, originalgetreu zu sein. Mhm. Und dann passiert es dann trotzdem, dann kommt einer und sagt, ich habe noch nie so ein gutes Cover von Marius Müller-Westernhagen gehört. Mhm. Und ich muss dann insgeheim lachen, weil ich so denke, ich habe noch nicht mal versucht, ihn zu kopieren, sondern habe den Song einfach auf meine Art und Weise gespielt. Und bin damit immer gut gefahren, weil es einfach authentischer ist, als so mit Gewalt zu versuchen, jetzt genau original zu klingen. Einfach nur mit einer Gitarre ja auch gar nicht so einfach ist. Ist ja auch der Punkt, weil die Künstler gibt es ja schon. Genau. Ne? Also solltest du dich ja als du und dich selbst vorstellen und nicht als Roland Kaiser. Sonst kann ich mir auch die CD kaufen und kann mir dann original anhören. Dann kann man einen DJ dahin stellen und da braucht man keine Live-Musik. Ne? Und das finde ich halt gerade schön, wenn es dann auch noch Künstler gibt, die sich auch selber so darbieten und das ist schon toll. Ne? Ja. Und auch selten genug. Also findet man nicht mehr am Straßenrand. Ist es so. Ist so, tatsächlich. Wie feierst du Weihnachten? Ja, also ich habe lange Zeit lang Heiligabend in einer Kneipe gespielt, für einige Jahre, in Gelsenkirchen, Buhr. Und das war auch immer sehr schön, weil das war so ein bisschen, wir warten aufs Christkind. Bis 16 Uhr und bin dann nach Hause gefahren und habe dann, die Familie hat dann alles schon vorbereitet und hat mit der Familie dann weitergefeiert. Wir sind so eine Patchwork-Family. Wir feiern mit Frau und Ex-Frau zusammen und Kindern und so. Okay. Und das genieße ich immer sehr, dass alles so sehr harmonisch auch eben ist. Und jetzt kam Corona und dann hat das mit der Kneipe dann irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann haben mich Gäste aus diesen Veranstaltungen privat in den Partykeller gebucht. Und wir machen jetzt sozusagen die gleiche Veranstaltung im Partykeller dieser Leute. Und ganz großartig. Das macht immer sehr viel Spaß. Und dann den ersten und zweiten Weihnachtstag. Am ersten Weihnachtstag bin ich jetzt neuerdings schon mal im Dorf Münsterland gebucht. Mhm. Also wenn ich dann gebucht werde, gehe ich auch hin. Aber ansonsten gehört Weihnachten schon der Familie auch.
Ja, dann wünschen wir dir an dieser Stelle auch ein schönes und geruhsames und friedliches Weihnachten. Dankeschön. Ist ja nun schon fast soweit. Genau, das geht jetzt ruckzuck, das geht jetzt ganz schnell. In den Läden ist alles schon da. Absolut, das ist richtig. Verrückt, aber es ist tatsächlich. Das ist so, ne? Genau. Ja. Ja, und dann weiterhin viel Spaß mit deiner Musik. Vielen, vielen Dank. Und vor allen Dingen, dass du so dir selbst treu bleibst. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, du, Marvin, habe ich jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Gabi. Ja, du hast ein Mikro. Ja, jetzt ja. Ja, ihr habt schon einen Auftritt gehabt. Ja, wie war's? Ich bin gerade fertig. Super, super toll. Die Leute sind hier besser drauf wie auf Mallorca und das ohne Alkohol. Und das ohne Alkohol. Na super. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, sehr. Ja, auf jeden Fall. Ja, war ja jetzt hier die erste Veranstaltung von Tommy, ne? Und ja. Also ist super gut angekommen, was wir schon alles gehört haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Ja, ne? Auf jeden Fall. Lebt ihr das Leben, das ihr immer wolltet, oder fühlt ihr euch zeitweise wie im falschen Film? Also hier habe ich mich heute gefühlt wie im falschen Film, weil die Leute, die waren so drauf, das ist unnormal. Die haben bestimmt alle heimlich Alkohol getrunken. Heimlich Alkohol getrunken. Heimlich kann nicht sein. Nee, aber muss man wirklich sagen, tolle Veranstaltung. Ja, hat uns sehr gefallen, also. Dafür leben wir auch. Ne? Wenn wir so eine Veranstaltung und so einen Applaus haben, ja, und die Leute so gut drauf sind, dann macht das dreimal so viel Spaß. Ja, ne? Ja. Dann ist das immer besonders schön. Das ist eigentlich unser Leben, ja. eigentlich, das ist zurzeit unser Leben. Ja, ne? Mittlerweile geworden, oder? Ja, in den letzten Jahren. In den letzten Jahren auf jeden Fall. Ja. Hm. Was ist für euch am schwierigsten zu bewältigen? Ja, jetzt überlege ich mal. Wir haben eigentlich keine Probleme. Ja, eigentlich weniger. Doch, aber am schwierigsten ist, das sind immer ständig neue Titel lernen. Ja, ja. Auswendig lernen. Ja, ne? Ja, natürlich auswendig lernen, weil wir singen ja immer live, das hast du ja vorhin mitbekommen. Hm. Und bis die Texte sitzen, gerade hier, ich habe ja heute hier zum ersten Mal auch, ja, was heißt zum ersten Mal, aber hier habe ich das erste Mal von Olivier Flugzeug im Bauch gesungen. Und Rap war noch nie so meine Stärke gewesen, aber den, da habe ich lange dran gesessen, bis er so gesessen hat. Ja, ne? Das kann ich dir sagen. Also jedes Wort hatte seine eigene Betonung gehabt, bis man dazu hingekriegt hat, da habe ich also mehr Haare verloren, wie ich hab das jetzt mal einfach für Musik gehabt. Ja, genau. Einer muss ja schuld sein, ne? Natürlich, aber damit kann ich leben. Wenn das alles ist, nochmal. Hauptsache gesund, oder? Ja, das ist das Wichtigste. Genau. Ja. Ist es wichtiger, an sich oder an andere zu denken? Gibt es eine Regel? Die Regel, die ist eigentlich ganz einfach. Wir denken immer zuerst an andere, bevor wir an uns denken. Ja, eigentlich wohl. Mit weniger Ausnahmen. Wenn ich Hunger habe, dann denke ich zuerst an mich. Da hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ne? Aber, nö, warum ja, nicht? Ja, ist also ehrlich. Ja. Ich habe schon mal meine Frau beim Essen vergessen. Also kann passieren. Weil sie sagt, nimm meine Flasche mit und ich gebe dir die Hand. Ja, eine Trennung. So schnell kann das gehen. Genau, aber jetzt sind wir ja wieder zusammen. Ne? Ja, ja. Und sitzen hier auf dem Stuhl. Ja, ihr seid ja schließlich das Duo Marvin, ne? Also. Ja, wir werden immer angekündigt mit Jörg und Petra Marvin, aber Duo Marvin, das hat sich bei den Leuten einfach so angekündigt. Ja, ist so. Die sagen genau. Immer nur Duo Marvin und vom Prinzip her ist es auch egal. Ja. Hauptsache, die wissen, wer wir sind. Du warst ja eigentlich so die erste Zeit mal alleine unterwegs. Ja. Ne? Du hast ihn zwar begleitet, aber warst nie mit auf der Bühne, ne? Nee. Wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass ihr zusammen Musik macht? Wir haben zusammen geübt und irgendwann konnte sie die Texte besser auswendig wie ich. Da habe ich gesagt, ja, da kannst du auch mit mir singen. Ja. Ja, und dann eigentlich war das erst nur ein dummer Gedanke gewesen. Und dann haben wir so ein paar Titel zusammen geübt und das hat wunderbar geklappt. Ist so, okay, dann trau dich mal. Ja. Dann sind wir auf die Bühne gegangen und haben zusammen gesungen. Ja, stimmt. Wunderbar. Ist auch selten, dass die Frau mal irgendwo mitsingt. Das stimmt. Und seitdem schießt auch irgendwo immer wieder Duos aus dem Boden, ne, wie. Ja. Finde ich aber gut. So hat man auch immer eine Textstütze, wenn man was ist, ne? Genau. Aber warte, ich weiß nicht, den Text. Ja, der erste Buchstabe, dann, ja. Den man dann hört. Nee, bei mir muss das zurzeit schon ein ganzes Wort sein. Ach so. Ist ein Leben ohne Benutzung von digitalen Medien heutzutage überhaupt noch möglich? Nein. Eigentlich nicht. Nein, ist nicht.
Wir haben uns sehr schwer damit getan, erstmal in Facebook richtig umzugehen. Da sind ja so viele Optionen drin, zum Ein- und Ausstellen und Umstellen und Mitteilen. Und ja, dann kam Instagram dazu, jetzt kommt demnächst noch TikTok. Da haben wir schon jeder von uns einen eigenen Account. Aber mit TikToks haben wir noch nichts gemacht. Ich bin erstmal froh, wenn wir unsere neuen Texte immer alle reinkriegen. Stehen ja auch noch neue Projekte an. Wollte ich mal hier so leise sagen. Ja, das wäre jetzt dann noch meine nächste Frage gewesen, wie es damit weitergeht mit euch. Ja, du greifst gerne vor, ne? Ja. Wenn du uns natürlich jetzt schon verrätst, wie, was und wo. Das hängt jetzt alles davon ab. Hat der Tommy schon gequatscht? Hat er schon was erzählt? Nee. Ja, dann darf ich das auch nicht. Aber wir haben noch ein paar Überraschungen auf Lager. Es wird, so viel kann ich sagen, ein Trio geben. Ja, mit Tommy zusammen. Mit Tommy zusammen. Das ist ja schon. Ja. Und das ist amtlich. Und wir haben auch. Der Titel ist auch schon fertig. Einen neuen Gruppennamen. Der Titel ist schon fertig. Schön. Da wird es so noch neu abgemischt. Und dann, ich denke mal so, im November, so weit die Ecke wird rauskommen. Die Absprache war noch nicht da. Wir haben erst am 13. Oktober. War das, ne? Am 13.10. haben wir Abmischtermin. Ja, und dann werden wir weiter auf die VÖ machen. Ja, toll. Und dann wird es nach langer Zeit mal wieder ein Dreier geben. Ja, sehr schön. So wie Flotten Dreier. Anders, Florian Silbereisen und den dritten. Ja, Club 3 war das, ne? Club 3, ganz genau. Ja, ich hoffe, dass dann Gabi Schlager Club darüber berichten darf. Ja, ne? Natürlich. Und dann schauen wir weiter, wie es dann mit euch dann so weitergeht, ne? Ja, tagelang haben wir dran gesessen und erstmal einen neuen Namen gesucht. Das war auch nicht so einfach. Ja gut, aber trotz alledem, das ist jetzt parallel läuft das. Ne? Ja, klar. Also, wir machen trotzdem weiter, wir so machen genau. Unsere eigene Produktion, aber wir machen trotzdem noch zu dritt noch. Wir fahren also zweigleisig. Ne? Ja. Wenn einer ein Trio haben will, kriegt er ein Trio. Oder wenn er halt die Musik haben will, dann soll er die Gruppe buchen oder die Gruppe buchen. Ja, ist doch gut. Ja. Wir brauchen so einfach geht's nur noch immer mehr weiter. Auftritte. Ja, so geht's immer weiter. Ne? Naja, gut, mit den Auftritten, das ist halt in der letzten Zeit schon sehr schwierig geworden. Ne? Seit Corona, ja. Seit Corona. Und ja. Aber jetzt für die letzten zwei Monate, also eine kleine Pause sei mir auch gegönnt. Also die letzten zwei Monate bei uns, die waren echt gut. Ja, können wir nicht sei euch gegönnt und es ist immer schön, wenn es dann vernünftig weiterläuft. Ne? Das wünsche ich mir. Aber es ist halt nicht gang und gäbe. Genauso wie hier heute eine ausverkaufte Veranstaltung ist auch nicht mehr überall der Fall. Ne? Da habe ich mich riesig gefreut. Ja, ich mich auch. Ja. Tommys erstes Projekt und das ist eingeschlagen wie eine sehr Bombe. Schön. Nach kurzer Zeit waren schon alle Karten weg. Also da kannst du nicht so viel für verlangen. Also, und noch besser kann es gar nicht laufen. Wohl wenn du dann noch so ein dankbares Publikum hast wie hier, hast du schon gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, wie feiert ein Duo Marvin Weihnachten? Am liebsten mit der Gabi. Wie feiert ihr Weihnachten? Ganz ehrlich, ruhig. Ruhig. Ruhig mit den Schwiegereltern. Ich habe, letztes Jahr habe ich einen Niederschlag gehabt halt in Sachen Mutter und so. Wirst du bestimmt mitbekommen haben und dann habe ich eine kleine Pause eingelegt, aber wirklich nur eine kleine, weil wenn du festgebuchte Auftritte hast, die kannst du nicht alle absagen. Nein. Du warst ja auch froh, dass wir dann... Das ist halt so, ne? Das ist Job und das andere ist privat. So sieht's aus. Und da muss ich weiterspringen mit tatkräftiger Unterstützung meiner Frau. Bin ich auch sehr dankbar für und es geht wieder bergauf. So soll es sein. Ja. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß an der Musik. Schöne Auftritte und wir sehen uns irgendwo wieder. Ja, das möchte ich doch hoffen. Bis dahin, vielen Dank. Ja. Ciao. Ciao. Cool. So, nach einem gelungenen Auftritt, ich muss jetzt hier auch mal irgendwie so machen, nach einem gelungenen Auftritt seid ihr jetzt hier bei mir im Interview. So sieht's aus. Die Leute haben nach Zugabe geschrien, also eine irre Show, die ihr da abgeliefert habt. Also wirklich Chapeau, geil. Ja, vielen Dank. Ja, echt. Also. Dankeschön. Das freut uns immer sehr, wenn wir die Leute begeistern können. Dafür sind wir da. Dafür seid ihr da. Fantastic Blues nennt ihr euch. Blues Brothers. Ja, so wir sind die Fantastic Blues Brothers. Wir beide zusammen. Genau. Könnt ihr euch dann auch buchen lassen. Schaut mal auf eine Webseite, Facebook, Insta, überall. Genau, alles mittlerweile vorhanden. Alles findet man unter Fantastic Blues Brothers oder fantasticbluesbrothers.de. Ganz einfach. So macht man Werbung. Wenn ihr euch aussuchen könntet, wo ihr den Rest eures Lebens verbringt, ohne arbeiten zu müssen, welchen Ort würdet ihr wählen und warum? Ja, natürlich unseren Sweet Home. Chicago natürlich. In Chicago, in
einer schönen Location mit netten Leuten, die alle nur Gutes wollen. Wir wollen alle Musik, wir wollen alle Spaß. An diesem Ort wäre das. Ja, ein schöner Bluesclub in der Downtown von Chicago, Illinois. Das wäre, glaube ich, unser Traum. Ganz genau. Ist doch was, hat was. Lebenszeit ist kostbar. Was sind für euch die schlimmsten Zeitverschwendungen? Zeitverschwendungen. Aber Zeitverschwendungen sind doch die Menschen, die uns buchen und uns einfach nicht zu essen hinstellen, oder? Deswegen, also ich esse ja gerne am liebsten eine trockene Scheibe Toast. Aber Jakes größte Zeitverschwendung ist, wenn ich mit dem Bluesmobil rase und auf einer Schnellstraße Dampf mache. Und wenn ich dann vor allem gerade noch meine Hähnchen gegessen habe, dann wird mir immer ganz schön schlecht. Er fährt ganz schön schnell mit dem Wagen. Meine Güte. Ja. Aber wir beide sind noch hier, noch fit und es wird immer wieder spannend. Selbstbewusstsein. Wie definiert ihr dieses Wort für euch? Selbstbewusstsein. Ich finde, das ist schon im Wort selber drin. Aber was meinst du? Also ich finde, dass wir dadurch, dass wir dieses Auftreten haben, schwarze Hüte, schwarze Sonnenbrillen, der schwarze Hut, das allein zeugt von sehr Selbstbewusstsein. Selbst Agenten der CIA haben sowas getragen und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir so auftreten, um ein gewisses Selbstbewusstsein den Leuten entgegenzubringen und das ist halt das Entscheidende, warum wir in diesem Outfit überhaupt auftreten. Dem ist auch nichts hinzuzufügen, oder Leute? Wie kommt es, dass Musik einen so großen Einfluss auf das Leben eines Menschen haben kann? Ach, der gute Curtis. Gott hab ihn selig. Yes. Er hat schon, wo wir kleine Buben waren, im Waisenhaus für uns die Harfe geblasen und hat uns so zum Blues und Soul gebracht. Ganz genau. Was wäre meine Odin gewesen? Also in jungen Jahren, so hat alles angefangen und nun sind wir immer noch dabei, die Menschen zu begeistern, die Menschen lieben uns, wir lieben die Menschen und so kann es immer weitergehen. Da sieht man, die Wurzeln sind wichtig, da wo es anfängt und dann geht es immer weiter. Nicht wahr? Würde ich auch so sehen, ja. Oder? Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, diese Show zu machen? Wie sind wir dazu gekommen, die Show zu machen, Albert? Die Show kam eigentlich daher, dass wir ein bisschen Geld brauchten für das St. Helena Waisenhaus in Chicago, Illinois. Vielleicht habt ihr den Film gesehen. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, schaut ihn euch nochmal an. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, schaut ihn nochmal an. Aber ja, deswegen sind wir zu der Musik gekommen. Und wie gerade schon gesagt, der gute Curtis und die Pinguin-Tante, die uns dazu gebracht hat, etwas Musik zu machen und den Leuten Freude damit zu bereiten. Das ist unser Ziel. Ja, ganz genau. Es ist also das Geld, aber es sind auch die Freuden der Menschen, die Freuden natürlich. Darum geht es. Aber das hat uns dazu gebracht. Und das Geld, ob es gekommen ist, das könnt ihr alle herausfinden. Naja, da gehe ich mal stark von aus. Das muss ja sein, ne? Also definitiv. Sonst überfällt Jake einfach mal wieder die Tankstelle. Ja, ja. Genau, oder so. Das, da habe ich auch schon meine Erfahrung mitgemacht, ganz genau. Aber ihr lebt das ja richtig. Absolut. Das war immer unser Traum, quasi in diese Rollen reinzuschlüpfen und uns auszufüllen mit aller Liebe und Leidenschaft. Und das tun wir, glaube ich, ganz gut. Und jetzt mittlerweile ist es soweit, dass wir das Ganze nicht nur zu zweit machen, wie gerade eben hier, sondern seit diesem Jahr auch mit einer 14-köpfigen Liveband. Mhm. Und das ist nochmal eine ganz andere Level. Also jetzt habt ihr uns gerade zu zweit gesehen und das alles, was ihr gerade noch aus den Boxen gehört habt, kommen dann live gespielt, handgespielt und mundgesungen von einer richtigen Liveband. Das ist nochmal unsere Entwicklung für dieses Jahr. Und wie du schon sagtest, dafür sind wir in den Rollen drin und das ist einfach eine großartige, spaßige Sache. Und kaum sind wir so gekleidet, wie wir jetzt gekleidet sind, fühlt man es einfach. Man fühlt es einfach. Genau, man schlüpft nicht nur in die Rolle rein, man ist wirklich dann tatsächlich da. Ja, wir kommen gar nicht mehr raus. Ja. Also manchmal auch Stunden danach nicht. Ja. Und das ist dann... Wir gerade jetzt auch. Ja, zum Beispiel. Wie sehen eure Pläne aus? Unsere Pläne sind aus. Ich würde sagen, Edward, unser wichtigster Plan ist doch jetzt erstmal unser Live-Premierentermin, nicht wahr? Genau. Am 26.10. in der Schwarzgau in Herten treten wir das erste Mal wieder auf mit unserer großen Liveband, wie gesagt. 12 Instrumentalisten und Sängerinnen noch mit dabei zu uns beiden, macht die 14 voll. Und da gibt es nur noch letzte Resttickets. Also wer sich das nicht entgehen lassen möchte, diese großartige Risen & Blues Revue, der sollte mit dabei sein. Ja, wir haben die Band wieder zusammengebracht. Und wenn wir mit der Band nicht unterwegs sind, machen wir es wie heute zu zweit. Genau. So machen wir es. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch für euer weiteres Vorhaben ganz viel Spaß, Freude und bleibt so, wie ihr seid. Ganz vielen Dank. Ich habe nichts mehr zu sagen als, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ciao, ciao, Leute. Danke.